Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Warzone 2100. Und genau, liebe Leute, ja, wir waren beim letzten Mal hier in der Mission nach der Konstruktion abgeschlossen. Pause angekommen, beziehungsweise ich habe ja eine Pause gemacht, ne, wie ihr wisst. Und genau, das ist eine Mission, die gestaltet sich echt schwierig, muss ich sagen. Also, ich habe jetzt echt nicht mehr damit gerechnet, dass wir hier noch eine vollschwertige Mission haben. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier einfach weiter. So, dann nehmen wir jetzt noch die Einheiten da mit. Machen noch die Forschungen. Und, genau. Dann können wir hier loslegen. So, wir müssen uns hier tatsächlich erstmal aufbauen. Und, genau. Da machen wir allerdings lieber so, dass wir da erstmal hier so einen Sensorturm aufbauen, genau. Weil wir haben beim letzten Mal ziemlich auf die Fresse gekommen. Es ist tatsächlich so. Und dann können wir jetzt hier die Türmchen aufbauen. Okay. Ja. Alles klar. Genau so. Und der schießt dann da hinten drauf, nicht wahr? Yes! Okay. Okay, die kommen schon. Warum kommen die schon? Das ist uncool, dass die jetzt schon kommen. Landezone nicht sicher. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Forschung abgeschlossen. Okay, die gehen auf den. Ach, die sind halt echt extrem gepanzert, ne, von denen. Die Einheiten von denen sind extrem gepanzert, das merke ich gerade. Aber ey, wenn wir uns so verteidigen können, ist das doch schon mal Gold wert. Dann ist das doch schon mal echt Gold wert. Ja, was, wie fahrt ihr denn da? So. Mach die weg! Ach! Ja, Freunde, diese Einheiten, die wir da letztes Mal gesehen hatten. Genau, wir müssen erstmal Verstärkung holen. So. Diese Einheiten, die wir da letztes Mal gesehen hatten, diese Hover-Einheiten. Das sind tatsächlich Hover-Einheiten, die können übers Wasser fliegen. Ja, sowas gibt's hier auch, Freunde. Also, sie haben so ein Hoverboard. Und, ja. Das heißt, quasi, ja, Boote, soll man das Boote nennen? Nee, eigentlich sind es ja keine Boote, ne? Rums, weg mit dem Radarteil. So, wir haben ja erstmal eine feste Werkstatt aufgebaut. Und, ja, genau. Und da sind jetzt hier wieder ganz viele Einheiten. Das gefällt mir gar nicht. So. So, da kommen sie jetzt nämlich angeschissen. Ist die Landezone wieder nicht sicher hier. So. Eieiei. Okay. So, dann macht die bitte mal diese Einheiten da kaputt. Eieieiei, wie soll man das denn machen? Ja, toll, jetzt ist der Radarturm weg. Oh, shit. Wie soll man die denn jetzt hier alle kaputt kriegen, sagt mal. Das ist jetzt gerade echt interessant. Ah, da kommen sie. Okay, da kommen sie. Das wird mir ein bisschen viel gerade. Das wird mir hier echt ein bisschen viel. Also, das muss ich jetzt aber ganz ehrlich was noch sagen. Das ist echt ein bisschen unfair. Das ist echt unfair.
Boah, Leute! Was ist los mit euch? Das kriegen wir doch nie im Leben hin hier. Ja. Hä? Wie denn? Missionstimer aktiviert. Ach, vielleicht mit einer Mauer. Vielleicht mit einer Mauer. Konstruktion abgeschlossen. Vielleicht mit einer Mauer, Freunde. Das könnte noch sein, dass das da, ja. Oder wir müssen Dingseinheiten mitnehmen, Mörsereinheiten. Bau mal ein paar Mörser, bitte. Müssen wir noch eine machen. Okay. Wo ist denn hier der, da? Der Editor. Zack, zack und Mörser. So. Wir brauchen unbedingt Mörsereinheiten, wie es scheint. Okay, das finde ich geil, dass man die Spielgeschwindigkeit hier so pausieren kann, quasi. Hallo, geht ihr aber da rein jetzt? Lasst ihr die LKWs mal da rein. So, damit wir das jetzt nicht immer wieder immer wieder machen müssen, habe ich jetzt mal zwischengespeichert. So. Genau. Und gehst du bitte, bitte rein. So. Ja, ich hab's kapiert. Okay, dann los. Das ist... Eieieiei. Das ist echt hart. Das ist echt hart. Die kommen ja nämlich auch angeschissen, selbst wenn... warte mal, ich habe die Idee. Ich mauer die einfach ein. Ja, warum denn nicht? Ich mauer die einfach ein. Mal gucken, ob das geht. Okay, aber die schießen dann auf die Mauer, alles klar. Dann baust du bitte einen Radarturm dahin. Du auch. Oh, ziehen die viel ab. Okay. Boah. Okay, aber das heißt, wir können uns hier verteidigen. Konstruktion abgeschlossen. Gebäude wird angegriffen. Schon mal gut. Konstruktion. Okay, ja. Sehr gut. Das heißt, wir können die hier stehen lassen zum Reparieren. Ah, so. So kann's gehen. Tatsächlich. Oh Gott, wir brauchen Einheiten. Gebäude wird angegriffen. So. Nein, ihr bleibt bitte hier stehen. Oh, die kommen angeschissen. Oh, jetzt schon. Okay. Wartet mal, ihr macht mal hier bitte einmal. Hallo! Diese Einheiten hier haben so ein komisches Eigenleben, ey. So, einmal reparieren, bitte. So. Alles klar, ja, so geht's. Boah, die hauen ganz schön rein. Aber das müsste eigentlich so klappen jetzt. Ah, guck mal. Aufhängung schwerer Kanone. Das müsste eigentlich so klappen, weil das ist nämlich auch meine Taktik, wenn ich private Scharmützel spiele. Und, deswegen kann es gut sein, dass wir damit jetzt was gefunden haben, was wir hier, nehmen können an Taktik. So, das heißt du bitte. Du stellst dich bitte hier oben hin und verteidigst die Sache da. So, mach den Radarscheiß da weg. Los. Ui, drei Stück. Konstruktion abgeschlossen. Wow. Okay. Vier Stück sogar. Eieieiei. Alter Schwede. Okay. Aber wir kriegen gleich unsere Einheiten wieder. Oh Gott. Das wird. Aber so kann es klappen, glaube ich. So kann das echt klappen. Grundlagenforschung abgeschlossen. Ja, so kann das klappen, Freunde.
So, da kommen unsere nächsten Einheiten. Oh, sehr schön. Ich glaube, wir haben eine Taktik jetzt gefunden. So, die nächsten Einheiten bitte her. Haben wir Mörser? Aber natürlich noch nicht. Ah, wir brauchen am besten nicht so viele. So, da kommen sie von da oben jetzt, ja. Da seht das. So, dann haben wir uns jetzt mal schön hier eingebunkert. Oh Gott. Uiuiuiuiui, das da oben, das ist mir ein bisschen zu rot. Na, wobei, der eine ist jetzt weg. Ah, danke. Puh, okay. Jawohl. Wartet mal, geht ihr mal bitte nach da oben, ja. Ah, die haben viel bessere Panzerung als unsere, deswegen. Eieieiei. Okay. Dann einmal hier, genau. Ah, sehr schön, das haben wir... Ha, die hauen ab, die hauen ab. Oh shit. Einmal wieder aufbauen, die Bauer, bitte. So, dann der. Und der, die können jetzt mal hier, bitte mehr Verteidigung bauen. So. Eieieiei. Nein, was macht ihr denn? Bitte reparieren! Oh mein Gott. Ah, shit. Okay, das klappt nicht sehr lange mit der Mauer. Aber es klappt immerhin für eine Zeit. Oh, sehr gut. Wir können uns mehr Einheiten hier beschaffen. Das ist echt gut. So. Ha! Weg damit! Und ihr könnt da oben auch drauf schießen. Ja. Sehr geil. So muss das sein, Freunde. Ah, sehr gut. Das freut mich ehrlich. Mehr Einheiten für uns. Genau so. Genau so kann es gehen. Tatsächlich. Und du blockierst die Einfahrt. So. Die Einheiten können wir mal zurückziehen. Ha! Und siehe da, schon haben wir uns aufgebaut. Und siehe da, wir haben uns aufgebaut. Ja, nice. Okay, aber das heißt, wir müssen hier noch reinmachen. Okay. Weil die Einheiten ja auch irgendwo raus müssen, ne? So, dann kommen wir mal bitte mit den Lenzer-Einheiten hier. Und machen mal die blöden Dinger da hinten weg. Die treffen noch nicht mal. Die treffen noch nicht mal. So. So, dann machen wir mal auf doppelte Geschwindigkeit. Einheit wird angegriffen. Ja, sehr schön. Wir haben Feuerunterstützung von unseren Mörsern hier. Und tschüss. Ah, Freunde. Ah, sehr schön. Das ist gut, ey. Das ist gerade echt gut. So, da kommt unsere nächste Verstärkung. Verstärkungen sind eingetroffen. Ah, sehr geil. Sehr schön. So. Freut mich ungemein. Kann keine weiteren Einheiten mehr bauen. Okay, das heißt, wir können aber einen LKW mitschicken. Ja, komm. Gehen wir einfach mal von oben nach unten durch hier. So, zack. Jo, das ist eine feindliche Basis. Aber wir müssen halt hier uns erstmal sammeln. So. Erstmal richtig vernünftig sammeln hier. Ich glaube, wir bauen auch noch mehr. Was können wir noch? Ja, wir könnten noch einen Radarturm hier oben hinbauen. Das mache ich, glaube ich, sogar. Wow! Yo! Alles klar. Alles klar. soll das ruhig versuchen. So. Einmal mal ein Radartürmchen da oben hinbauen. Und dann können wir sagen, Spiel speichern. Alpha 1 und los geht's, würde ich sagen. Jawohl.
Oh, alter Schwede. Jo, dann würde ich sagen, mach den Turm weg. Mach den Turm weg. So, sehr schön. Alles klar. Mach die Panzerfallen weg. Verstärkung landet. Okay, und sehr schön. Die nächsten Einheiten, bitte. So, den ersten Schwall haben wir mal überstanden hier. Ach, die Bunker, die halten ja so viel aus hier. Stimmt, da war was, ja. Diese blöden Bunker, die halten zu viel aus. So. Jawohl, 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 jawohl. Okay, ein Artefakt. Und zwar... Ah, hier. Ah, der Hoverantrieb. Ja, sehr nice. Da seht ihr das nämlich. Hier können wir schwebende Einheiten bauen. Ne? Und die, da werde ich definitiv auch Gebrauch von machen. Weil die können tatsächlich über Wasser... Ach, da kommt er mit Manneken an jetzt auf einmal. Was will der denn jetzt mit Manneken? Ja, repariert einfach. So. Da sind zwar 400 Energie, aber... Die Einheiten sammeln sich auch an, das ist gut. Ja, und dann können wir eigentlich sagen, wenn wir einen Hoverantrieb haben, können wir uns theoretisch neue Einheiten erstellen, aber ich lasse es erstmal bei denen, weil die hier sind natürlich besser gepanzert, ne, ist klar. Wobei die Hover-Einheiten können über Wasser fliegen, das ist ja auch so geil. So, was haben die denn hier jetzt noch? Wir haben noch 2 Stündchen Zeit. So, einfach schön. Ja! So, 1 von 4 Basen ist weg. Okay. Ja, wobei, wartet mal. Hört mal bitte auf, hier so zu produzieren. Ich befürchte nämlich, dass wir hier irgendwie eine Insel haben und deswegen die Hover-Einheiten brauchen. Tatsächlich, ne? Okay. Wenn die wirklich auf einer Insel sind, dann ist das natürlich... Ja, dann brauchen wir Hover-Einheiten und deswegen müssen wir die einfach mal platt machen lassen. Ah, guck mal, und wir haben hier... Ah, Motoren mit Kraftstoffeinspritzung. Eieiei. Ah, da kommt er wieder angekackt, da oben. Ja, ist aber okay. Das ist in Ordnung. Da haben wir verteidigt hier. So. Ihr macht das schön, die blöden Türme weg hier. So. Und vor allem auch die Bunker. Jo. Ah, Flammenwerfer machen uns jetzt nicht so viel eigentlich. Ja, die sind eh schnell weg, wenn ihr das seht. So. Und weg mit dem Mist. So. Einfach durchfressen, einfach durchfressen. Einfach durchfressen hier. So, und da können wir eigentlich den Rest auch nochmal mitnehmen. Bam, 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 bam. Die sind geil. So, dann den nächsten. So, dann sind wir jetzt aktuell mit der Forschung. Jawohl. Und da sind Manneken, okay. Natürlich genau die Einheit, wo ich nichts gegen habe, ne? Aber das passt schon. So. Hier diesen Bunker da noch wegmachen. So. Oh! Feindlicher Transport. Was machst du denn hier, LKW? Warum? Oh, okay, ein feindlicher Transport also. Ah, Manneken. Manneken, okay. Ja, wobei, wartet mal. Wir machen uns mal im Einheitenkonfigurator. Wir machen uns mal eine Hover-Einheit. So, und zwar einmal mit Bombard. Dann machen wir nochmal eine. Und zwar mit Laser. Und nochmal eine
mit Miniraki. So, dann geben wir die nämlich jetzt mal in Auftrag, beziehungsweise wir können auch mal die ganzen Einheiten, die ganzen Dinger hier löschen. So, ein paar Dinger können wir hier nämlich mal löschen. So. Alles klar, dann war es nämlich ein bisschen übersichtlicher und dann können wir jetzt hier sagen, zack, zack, zack und zack und hier zack. So, dann haben wir jetzt nämlich unsere, ja, unsere Hover-Einheiten, unsere Schwebis. So. So. Wir schicken nochmal ein paar normale Einheiten mit hier. Oha! Oha, oha, oha. Da oben kommt Panzer. Ja, ihr könnt hier diese Panzerbieten mal wegmachen. So. Okay. Da kommen wieder welche angeschissen da. Okay. Ja, das passt aber. Das passt aber. Seht ihr das da? Der schwimmt. Okay. Das waren Boote. Okay. Beziehungsweise, ja, eigentlich Hover-Einheiten. Das sind keine Boote. Die mit ihren Kanonen, das ist ja wirklich unglaublich. Die lieben ihre Kanonen, habe ich das Gefühl, ne? So. Mach die weg. Los. Und weg damit. Und hier auch. Weg damit. Und los. Und zack. Ja, da ist so ein Radar-Einheiter. So, da sind unsere nächsten 10 Einheiten. Die können auch mal nach vorne. Und am besten direkt die nächsten. Nein. Nein. Noch keine Hover. Ich möchte gerne erstmal die anderen Einheiten loswerden. So, ich glaube, dass wir die Hover-Einheiten nämlich hier tatsächlich brauchen werden. Da kommt Verstärkung gegen die Manneken. Ja, ich hoffe, dass das, dass die bald mal kaputt gehen. Ja. So, genau. Oh, wir haben keine. Oh, krass. Wir haben keine Energie mehr. Ja, okay. Dann holen wir erstmal hier unten die 400. Ich merke es gerade. Wir haben keine Energie mehr. Okay. Ist alles nicht weiter schlimm. Wir können uns hier ein bisschen was holen. Ja, die haben hier so ein bisschen was gedroppt. Und das holen wir uns einfach. So. Okay. Alles klar. Ja, das Ding ist gut abgesichert hier, die Landezone. Auf jeden Fall. So. Die nächsten Einheiten. Die nächsten Einheiten. Jawohl, wir haben jetzt ganz schön viele hier mit Hover-Antrieb. So, aber wow. So, und die nächsten losschicken hier. So. Ach, die Manneken geben mir ganz schön auf die Nerven, sagt mal. Hört mal, so. Jo. Kriegt ihr die oder müsst ihr hier auf die Verstärkung hoffen, die jetzt gleich kommt? Das könnte knapp werden, tatsächlich. Das sind sehr viele. Sehr, sehr viele Benniken. Ja, sehr, sehr viele Benniken. Okay. Gut, dann. Oh, wir haben doch schon. Ah, wir haben jetzt unsere Hover-Einheiten hier. Schau ich erstmal, wie schnell die sind hier. Haben wir sogar Hover-Einheiten mitgenommen? Ja, sieht so aus. Krass. Okay. Okay, das wird langsam aber ein bisschen viel hier. So, da sind die nächsten Verstärkungen. Und wir können schon die nächsten losschicken. Ja, wunderbar. Bitte alles nur normale Panzer. So. Gut, das heißt, wir können hier weitermachen. Boah, wo kommen die Manneken her? Jetzt mal echt. Diese dämlichen Manneken. Ah. Diese dämlichen Manneken. Aua.
Wir haben hier noch mehr. Oh, guck mal da. Da kommst du wieder angeschissen. Ja, krass. Aber die kriegen wir weg. Die kriegen wir weg. Ihr scheiß Mannequin, echt mal. Ach, Mann. So, könnt ihr den mal direkt machen? Wie lange schießt ihr schon auf den? So, da sind unsere nächsten Einheiten. So. Können wir hier? Ja. Die sind noch in Produktion, okay. Bunkerbuster, was wollt ihr denn mit Bunkerbustern? Mach diese Drecksmedic weg! Das gibt's doch nicht, wie viel die aushalten. Das bin ich bei Kowade Koka aber anders gewohnt. Na gut, wir kriegen bald unsere, unsere Mörsereinheiten, das passt dann schon. So, fahrt mal bitte weiter nach vorne. Und dann mach hier die Mörsereinheiten weg, beziehungsweise die Radareinheit. Scheiß Mannequin, echt, ey. So, mach die Börse weg. Mach die Börse weg. So, sehr schön. Boah, Drecksmedicken, echt. Wisst ihr was? Wir ziehen uns jetzt einfach zurück und lassen die kommen. Wir lassen die einfach kommen. Ach, wir haben sogar noch mehr hier. Okay, dann holen wir mal unsere Hafer-Einheiten. So. Kommt zurück! Was macht ihr denn? Kommt jetzt zurück und lasst die... Wow, das wird knapp. Wow. Aua. Okay. Jetzt kommt es auf die Verteidigung drauf an. Na, ihr seht's, gegen Mörser haben die Mannequin relativ wenig zu bieten, ne? Ihr seht das. Ja, gegen Mörser sind die relativ scheiße, die Mannequin. So, Eie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 
Ja, okay. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Tja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.